So, hallo, heute mal wieder ein bisschen recherchiert und gerade ist eine Band da zur Probe und ja, ich will noch mit ein paar Leuten telefonieren, mal gucken, ob das klappt. Da kenne ich mich in Facebook nicht so aus. Jo, und ich freue mich auf den Termin am Mittwoch. Ja, da geht's los mit der Homöopathie, mit den Banerjee-Protokollen und so weiter. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, was ich möchte mich bedanken bei Kalle Schwarz für sein Antwortvideo. Du hast die absolut richtigen Worte gefunden. Was mir dabei einfiel, ist aber auch, wenn wir unterteilen in Dunkelkräfte und Lichtkräfte, dann sind wir ja auch in der Polarität. Das heißt, wir bewerten wieder, wir trennen wieder. Und eigentlich ist ja dieses Aufwachen die Erkenntnis, dass wir alle aus einem Bewusstsein kommen und in einem Bewusstsein leben und um uns herum nur ein Bewusstsein existiert. Das heißt, dass wir alle verbunden sind miteinander. Und wenn ich erleuchtet bin, also wirklich erwacht, dann spüre ich die Verbindung zu allem, was ist. Also, dass wir alle eins sind. Das ist ja eigentlich dieser Erleuchtungsprozess, der so einmalig sein soll. Ja, das fiel mir so ein bisschen auf, dass wir immer noch trennen. Und solange wir trennen, bin ich der Meinung, sind wir eben nicht erwacht. Wir sind im Erwachungsprozess. Der eine ist ein bisschen weiter, der andere steht ein bisschen weiter hinter. Aber wenn ich mich Lichtarbeiter nenne oder Lichtkraft, dann impliziert das auch, dass es eine Dunkelkraft gibt. Und damit bin ich in der Polarität. Was mir auch dabei einfiel, ist der Ansatz der Wingmaker, die ja sagen, Gott, Geist, Seele, Komplex ist alles vorprogrammiert, ist alles Matrix. Das ist ein Programm, das bei uns abläuft. Und ja, um da rauszukommen, braucht es bestimmte Atemtechniken und so weiter. Also da gibt es sehr gute Dokus im Internet und auch PDFs und so weiter. Das Thema wollte ich sowieso mal ein bisschen beleuchten, weil das am Anfang ein bisschen schockierend ist. Es nimmt einem jegliche Illusion von Selbstbestimmung und es zeigt aber die Versklavung und Unterjochung des menschlichen Geistes und der menschlichen, wie soll ich sagen, Gottheit auf, ja. Das ist schon ziemlich radikal. Was ich euch aber zeigen wollte, ist die Ernährung. Viele wollen abnehmen und so weiter. Ja, ich weiß, alles wieder vom Außen. Aber es geht darum Folgendes. Warum hat man früher Tischgebete aufgesagt? Warum hat man früher gebetet und sich für das Essen bedankt? Weil es nicht normal war, dass man immer und jederzeit essen konnte. Und man kann damit mit diesem Tischgebet programmiert man sein Essen quasi, dass es einem zum Wohle diene, dass es einem die göttliche Kraft gibt oder die Kraft, die man braucht, dass es einen heilt, dass es einem die Kraft gibt. Und du kannst natürlich dein Wasser auch programmieren. Ich mache das so. Und das habe ich mal in einem Experiment gemacht, mit Geschmackstest, mit Bovis-Einheiten getestet und mit pH-Wert getestet, vorher, nachher. Und es hatte Wirkung. Also ich schreibe auf meine Flasche Heilung und Liebe. Und ich kann mich für jedes Essen bedanken. Ich kann jedem Essen sagen, tu mir gut, bring mir die Heilung, die ich brauche. Ich kann mich selbst programmieren, indem ich bestimmte Rituale mache, immer wiederkehrende, gleiche Handlungen. Und ich kann so auch das Essen programmieren und ich kann auch das Wasser programmieren. Wenn ich zum Beispiel aufstehe und ich bin kraftlos, nur mal als Beispiel. Wir hatten das so als Routine, wenn Klaus mir geholfen hat, aufzustehen, dann sagt er 1, 2, 3 und bei 3 bemühte ich mich und er zog mich und das klappte immer.
So, und wenn ich jetzt aufstehe und ich merke, ich habe nicht mehr so die Kraft und ich muss mich anstrengen, dann sage ich einfach 1, 2, 3 und bei 3 stehe ich. Also, es liegt an uns. Wir können uns programmieren. Wir können unsere Kraft zu einer bestimmten Sekunde oder zu einem bestimmten Wort abrufen. Und das ist das Programm, das wir uns selbst geben. Nicht anders machen das die Sportler. Die gehen es vorher geistig durch, sehen sich selbst laufen, sehen sich selbst das Hindernis überwinden. Und in dem Moment, wo sie vor dem Hindernis sind, rufen sie genau diese Speicherung und dieses Programm ab. Also mit dem Wasser klappt es ganz gut. Versucht es einfach mal, macht mal einen Test. Und auch mit dem Essen und mit dem Tischgebet. Ich denke, unsere Vorfahren wussten sehr genau um diese Kräfte. Okay, das war's schon. Ich komme noch mal wieder. Ich habe noch ein paar schöne Webseiten als Tipp bekommen. Und daraus möchte ich euch ein bisschen was mitgeben. Also danke nochmal, Kalle Schwarz. Klasse Video, habe ich mir zweimal angehört. Und du hast die richtigen Worte gefunden, absolut. Wir sind in diesem Wandel, in diesem Prozess. Und wenn wir wieder einschlafen, dann verzögert sich das Ganze. Und wichtig ist nur für uns alle zu wissen, es kommt kein Held von außen, der uns rettet, der die Erde rettet oder Außerirdische oder die Menschheit retten. Das können wir nur selbst. Und ich fand immer den Spruch gut, sei du selbst der Wandel, den du sehen willst. Also es beginnt in uns. Und wir sollten nicht müde werden, dem Licht zu folgen. Wir sollten nicht müde werden, der bedingungslosen Liebe zu folgen. Und bedingungslos heißt eben bedingungslos. Ich liebe dich nicht, wenn du, ich liebe dich nicht nur, wenn du meine Erwartungen erfüllst oder wenn du jetzt dich so verhältst, wie ich das gerne hätte oder wenn du das machst, was ich will, sondern ich liebe dich so, wie du bist. Ich nehme dich an in deiner Ganzheit. Und zu dieser Ganzheit müssen wir kommen. Die hat nicht jeder. Viele laufen noch den Masken hinterher und ich erwische mich auch immer wieder, wenn ich meckere, dass die Lampe noch nicht hängt. Das ist alles außen, das ist alles so unwichtig. Wichtig ist, was in uns ist und was wir fühlen und wann das Herz aufgeht. Und ja, wenn wir 3 Videos oder 3 Tage lang heulen vor Glückseligkeit oder vor Dankbarkeit, das ist ganz immens. Das ist eine Herzenskraft, die du hast und die du in dir spürst. Das ist göttlich. Das ist uns von Gott gegeben. Und nicht an Gott glauben. Wenn ich weiß, dass es ihn gibt, dann weiß ich das, dann muss ich nicht glauben. Sondern ich glaube ihm, was er mir gibt. An Infos, an Gefühlen, an Ahnungen, an Intuition, an Kraft. Ich glaube ihm, aber ich glaube nicht an ihn, weil ich weiß, dass es ihn gibt. Dass es diese göttliche Kraft ist, die in jedem von uns steckt. Ich glaube nicht. Und darum finde ich die Fragen immer, bist du gläubig? Ja, an was soll ich denn glauben? Ich weiß es. Und wenn ich weiß, muss ich nicht glauben. Dann weiß ich das. Ich habe die Gewissheit. Okay? Also bis denne, bis gleich. Ciao, ciao.